Im Moment ist in den Medien ja das Thema Kriegsverbrechen durch Putin ein großes Thema, was uns generell sehr freut. Denn über Putins Kriegsverbrechen haben wir natürlich mit unserer Arbeit in Syrien einiges zu erzählen. Und alles, was Aufmerksamkeit und Licht in diese Sache bringt, ist uns sehr willkommen. Und wir hoffen natürlich, dass nicht vergessen wird, dass es auch in Syrien schreckliche Kriegsverbrechen durch Putin gegeben hat, der ja das Assad-Regime massiv unterstützt hat, als es schon fast am Boden war, als es wirklich schon so aussah, als hätte das Volk es geschafft, sich von diesem Diktator zu befreien, hat Putin eingegriffen, brutalst eingegriffen und Assad damit dazu verholfen, an der Macht bleiben zu können. Und dort sind wirklich schreckliche Gräueltaten passiert. Putin hat ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Es gab über Jahre, fast 7 Jahre sind es jetzt, ununterbrochene, brutalste Schläge gegen die Zivilbevölkerung, gegen Schulen, gegen Krankenhäuser, gegen Wohnhäuser. Und Europa und der Westen haben sich nicht groß darum gekümmert. Und wenn die Ukraine und die schrecklichen Verbrechen, die dort im Moment passieren, dazu verhelfen können, dass die Menschen Putin und seinen Verbrechen mehr Aufmerksamkeit schenken, dann freuen wir uns darüber sehr. Wir bitten nur darum, dass die in Syrien passiert sind, dabei nicht vergessen werden. Vielen Dank.